Zeit zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei unserer großen Farm aus dem Schnitt. Diese Folge ist gehäuft von Chaos und Unglück und Ungeschick und weiß der Geier was alles. Also hier ist wirklich alles zusammengekommen, was nicht zusammenkommen darf. Technik, das Gameplay selbst mit viel helferischen Schwierigkeiten oder einfach Handlingsschwierigkeiten seitens. Zudem, die Festplatte war voll und die Aufnahme war zeitweise sogar futsch. Also ich konnte die Aufnahme tatsächlich nochmal irgendwie über verschiedene Wege dann endlich nochmal retten, dass ihr wenigstens noch eine Folge mitbekommt, weil ich habe dazwischen den beiden Aufnahmen nicht gespeichert. Also der Zustand, der Fortschritt wäre fort gewesen. Und ihr werdet nicht mitgekommen, was denn passiert ist. Darum habe ich alle Mühen und nicht gescheut, alle Hebel in Bewegung gesetzt und alles getan, dass diese Folge da ist. Es gibt kleine Lücken dazwischen mit den kleinen Problemchen. Ihr seht es selber schlussendlich. Trotzdem, nichtsdestotrotz wünsche ich euch trotzdem viel Spaß in der Folge. Wie gesagt, Chaos pur. Also schlimmer kann es fast nicht gehen. Es war nicht ganz so schön zum Spielen, aber immerhin, sie ist da und trotzdem viel Spaß bei der Folge. Haut rein. Dann gucke ich jetzt halt einfach mal da rein. Was habe ich da eingestellt? Abladen. Aus. Ja, ist gut. Abladen mit Tisch. Anwenden, ne? So. Gut, dann lasse ich den jetzt mal zurückfahren. Und dann werden wir da mal ganz fix den Traktor wechseln. Nein, shit, Mist. Muss entladen werden. Ja, schön. Wo ist denn da wieder der Rest? Ach, der ist im Weg. Ich frage mich aber, warum fahren die nicht vorbei? Dürfte ich mal kurz rein? Das ist eine Pfad. Ja, du gehst jetzt. Ja. Okay, das funktioniert. Dann Aufträge. Wie sieht es denn aus? Also wir haben hier, das machen wir jetzt nach zusammen zu Ende. Wir haben noch eine Stunde, 25 Stunden, also noch genügend Zeit. Da liefen wir ab und da sind wir auch schon am Liefern. Sehr schön, ja? So. Gut. Also, dann würde ich sagen, hüpfe ich mal wieder rein in den LKW, weil wir brauchen da wirklich nicht viel. Also wirklich ganz, ganz wenig. Was waren 17.000 oder so, hä? Huh? 120 haben wir, 17.000 Liter brauchen wir hier. Also, dann würde ich sagen, ja, starte mal. Ist der zu weit draußen oder wie? Wenn es ein bisschen mehr ist, ist es ein bisschen mehr, das ist egal. 16, 17. Gut, passt. Wir kommen eigentlich gar nicht mal so schlecht raus hier. Die Punkte, die brauchen wir jetzt mal nicht mehr. So. Theoretisch. Ja, es wäre vielleicht auch gegangen, wenn wir innen lang gefahren wären, an unserer Firma vorbei. Kannst du das mal ganz kurz übernehmen für mich? Ich sehe da nämlich was ich da nicht ganz so geil finde. Warum möchtest du hier lang? Schön!
Ach. Das war Steine an. Go. Ach nein. Das ist bestimmt die ganze Zeit da stehen geblieben und ich habe es nicht gemerkt. Och nö. So, jetzt go. Tschüss. So, also, dich brauche ich. Stopp. Weil in dem Fall war der kleine Traktor doch zu schwach. Also, wir hatten hier, glaube ich, 8,3 Meter, wenn ich das richtig im Kopf habe jetzt hier. Das heißt, ich lasse den jetzt einfach mal sammeln. In der Zwischenzeit, wo unser anderer Fahrer da den Job übernimmt. Die Längsbahn ging, weil es nicht so steil war, aber dann grundsätzlich schlussendlich. Der Rest abholen und liefern, Feld 10, Bill nach, was war es, Heizkraftwerke. Ja, ist klar. Ist klar. Da. Dann geh du in die Werkstatt reparieren. So, es wird langsam spät. Halb acht mittlerweile. Ah cool, ich hocke, sitze schon drin. Ich sitze schon drin. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob das jetzt geht bei dem. Ich lade den Kurs einfach mal, dass er da ist. Vielleicht werde ich aber auch selber kurz fahren. Feld 10, 8,3. So, zack, zack. Ne, runter mit dem Ding. Hallo. So. Also Maus funktioniert bitte. Das nervt schon, wenn die Tastatur nicht funktioniert. Ach, Moment. So, da sind wir wieder. Ja, das Wetter. Das Wetter bei mir steht Kopf. Im Moment schneit es gerade wieder. Das am 21. April. Ja, läuft. Und interessanterweise, Schnee ist jetzt durch. Jetzt ist wieder die Sonne draußen. Darum hat man mal ganz kurz gesehen, dass da der Greenscreen am Start war. He? So. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen. Soll ich den. Nee, komm. Wir lassen den mal. Gucken zuerst mal rum, ob alles läuft sonst. Wird blockiert. Ja, gucken wir auch gleich noch an. Der fährt wieder seine Bahn. Hat schon wieder Hofseele drin. Ich krieg die Krise. Stopp. Warum hat er schon wieder Hofseele drin? Wo bist du? Ne, das ist Hof, hä? Mist. Nein, nicht Mist. Steine. Sonst werden wir hier nie fertig.
So. Raus mit dem Zeugs. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, let's go. Also da, der fährt zu unserem Hof. Übernehme ich auch gleich. Hätte das alles funktioniert mit der Ballenpresse, hätten wir da vermutlich einwandfrei alles normal abfahren können. Hätten erst am Schluss eigentlich wieder tanken müssen und reparieren. Ist halt so, ja. So, sauber ist er schon und noch einen kleinen Tick. Ja, jetzt ist er repariert, perfekt. Schicken wir ihn gleich wieder auf den Hof. Auf den Hof, aufs Feld. So. Und wer blockiert? Okay. Was auch immer ihr da die ganze Zeit treibt. So. Also für die Bahn würde erst der kleine doch reichen, aber für hier, also für die Bahn reicht der Fendt, für den Aufstieg da vorne nicht. Muss entladen werden. So. Also grundsätzlich haben wir eigentlich nicht mehr so viele. Also, ich sag mal von der Mission her. Oh, Moment. Übernehmen Sie bitte mal. Genau, das ist nämlich auch noch ein Problem. Irgendwas klemmt hier. Ich weiß leider nicht, was es ist. Witzigerweise, das erste Mal hat es funktioniert. Einwandfrei. Keine Ahnung, was jetzt hier wieder los ist. Aber zum Glück hat der geklemmt. Darum konnten wir hier einwandfrei unseren abschließen. Wir haben noch ein bisschen was in die Kaffeekasse bekommen. Und wir haben einen neuen Anhänger, den haben wir das letzte Mal schon gekauft. Habe ich schon überhaupt schon Punkt bei meinem Logistics. So. Sehr schön. Heißt, wir können den Auftrag auch abschließen. So. Abgeschlossen. Also wir haben 9 Anhänger, der jetzt auch schon bezahlt worden ist, direkt durch den Auftrag. Das heißt, wenn wir das nächste Mal wieder so einen schönen Lieferauftrag haben, zum Beispiel jetzt nicht Kartoffeln oder so, aber irgendein Getreide oder sowas, dann sind wir ready. Wir haben genau die Hälfte abgeliefert. Schön. Okay.
Ja, wir haben noch einiges in unseren Silos liegen. Einiges. So, okay. Der fährt zurück. In der Zwischenzeit gucke ich nochmal den an. Der ist jetzt mittlerweile in den Bahnen angekommen. Was ist denn jetzt hier los die ganze Zeit? Sieht er etwa die Ballen an als Kollision? Oder wie, oder was, oder wo? Schwierig. Also so hell ist es ja noch nicht, dass wir gleich hier komplett die Beleuchtung brauchen. Auch wenn es langsam in den Abend reingeht. Ich muss nochmal gucken, ob ich das überhaupt auch sehe beim Ballen abtransportieren. Das sehe ich vermutlich nicht, ja. Wird blockiert. Vermutlich der Drescher. Ah, ist ja schon wieder weg. Schon wieder. Was macht ihr denn die ganze Zeit davon? Ich muss mal gucken gehen. Ach, so ein Idiot. So, jetzt zieh ran. Gut. Sie machen im Moment gerade alles, aber nur nicht das, was sie sollten. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn nichts funktioniert. Du musst gar nicht kommen hier. Da, jetzt bleib stehen. Der kommt auch noch kuscheln. Sehr schön. So. Und go. Och nee. Stimmt wieder unser... Ja, toll. Ach ja, es läuft wieder mal nix. Alter! Junge, Idiot, was läuft mit dir falsch? Meine Güte. Ich krieg noch die Krise. Also jetzt läuft aktuell gar nichts. Also auf keinem Feld.
Da, ich glaube, die Seite hier mache ich sowieso selber, weil da gefühlt alles ganz ein bisschen komisch ist da. Das Häufchen nehme ich auch noch mit so. Und warum der Ball? Der Ball ist vermutlich nicht mehr im Feld drin, ne? Darum wird er nicht mitgenommen. So. Oh. Naja. So. Dann wird der vermutlich hoffentlich das nächste Mal mitgenommen von einem der Helfer hier. Sind aber auch schon komische Häufchen, muss man ehrlich sagen. Ja? Sind aber auch sehr, ganz, sehr komische Häufchen hier. Ist eigentlich unser Traktor mal zurückgekommen? Oder macht er irgendwie Pause? Ich guck mal schnell, wo ist denn der? Also der steht da. Der macht er hier unten? Also, ich sag mal so, diese Folge mit Chaos pur, ha? Absolutes Chaos. Und der lädt auch nicht auf. Was machst denn du? Soll ich den einfach mal so laufen lassen? Ja, komm. Mach mal. So. Ich hocke jetzt mal, sitze jetzt da mal rein in diesen hier. Was genau treibst denn du? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, Kollege? Der steht im Feld rum, der rammt meinen anderen Fahrer, die Presse, sammelt dann nichts mehr auf. So, da vorne hat es einen Ballen, der gehört dir. Der macht dir keinen Mensch streitig. Oder keine KI, ich weiß es nicht. Ich habe die Presse zurückgesetzt. Ah, nein. Ich habe die Presse zurückgesetzt. Darum macht er so Quatsch. Mist! Mist! Das war's! Halt, stoppen Sie! Ja, den versucht jetzt natürlich auch ständig zu nehmen, aber er kriegt sich hin, weil er natürlich der Falsche ist. Ach nein! Ach nein!
Ah, Mist. Zwei 40, so, jetzt machen wir noch kurz da zwei Ballen. Oder drei oder vier oder fünf. Bin mir jetzt halt nicht sicher, wann der nächste große Ball, der richtige Ball kommt. Vielleicht jetzt, vielleicht danach. Nein, jetzt müsste eigentlich der neue kommen. Ganz ehrlich, das Licht ist einfach im Moment noch zu viel. Blick überblendet im Moment. So. Also, aus. Spuck die Zeugs raus hier. Der sucht sich jetzt die Ballen auch, die er gar nicht laden kann. Übel. Aber weißt du was? Weißt du was? Ich kann aber trotzdem sagen. Moment, ich werde das jetzt so lösen. Hier vorne spackt er vermutlich ja sowieso wieder rum. Das heißt, ich nehme das mal kurz auf. So. So, und dann würde ich sagen, also Punkt, go. Tschüss, viel Spaß, danke. So, und du, was ist die schöne Aufgabe, da die Kleinen einzusammeln. Das werde ich kurz händisch machen, weil das kriegen sie nicht hin. Und solange die da rumliegen, werden die beiden hier nicht arbeiten. Zumindest nicht gescheit. Ich habe schon eine ganze Runde gedreht. Eieieiei. Ich hoffe, ich kriege alle rauf. Aber ich befürchte, nein. Aber wenn die wenigstens alle ein bisschen weg sind. Könnten wir hoffen oder denken, dass er nur das lädt, was seinem. Na, sag schon. Seiner Einstellung entspricht. So, dankeschön. Also 6 noch. Vielleicht reicht es ja doch. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil es sind jetzt noch 3 und ich sehe noch 3 und hinter dem Hügel bestimmt auch noch welche. Ja, mindestens 1, wenn nicht 2. Ja, mindestens 2, 3. Naja, es sind noch mehr. Es sind noch mehr. Gut, das heißt, wir sind voll. Das ist aber die Frage. Brems. Ich muss bei dem echt mal die Bremsen einstellen. Wie macht man es hier schon wieder? Abladen mit Tisch. Ja, mal kurz hier abladen. Er sollte sie eigentlich nicht mitnehmen.
So, abladen. Hinten. Hä? Kipper aufklappen. Ach so, wir können da hinten, hä? Gut, also das müssten jetzt alle gewesen sein. Das heißt, ich nehme jetzt noch was mit. Oh, links. Kriege ich noch diese Hilfslinien weg? Jawohl, dankeschön. Ich deaktiviere mal kurz. Ja, ist wieder blockiert, sehr schön. So. Und da kann ich hier auch sagen, bring das Ganze wieder dahin, wo wir es. Okay. Gut, sehr schön. Gut, wird blockiert. Jawohl. Wie ich vermutet habe, ich weiß nicht, an was es liegt. Sieht er vielleicht wirklich diesen Ballen hinten als Kollision oder sowas? Dass er da nicht rückwärts fahren möchte. Keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung. Also, ich würde sagen, das wird er bestimmt nicht mitnehmen. So, jetzt bin ich mal ganz kurz gespannt. Ja, ne, den schiebe ich jetzt einfach mal kurz auf die Seite, so. Ob ich dann die Stückchen da mitnehme oder nicht. Sehen wir dann. Also die vorne werden vermutlich sowieso nicht gehen. Das erste Fitzelchen, ja, das würde passen. Der denke ich mal, nein. Sehr schön. Ah ja, der Tanz mit der Presse, hä? So, dann haben wir hier auch noch ein Stück, das dann bestimmt nicht weggeht. So, und dann wieder auf Kurs. Müsste theoretisch. Ne, nicht, war nicht der letzte. Davor sehe ich schon nochmal so einen Ausweichs. Querbahnausfall. Wir können sie mal testen. Ich glaube, das geht nicht. Ich jetzt einfach so fahre. Ich weiß, es ist ein bisschen breiter, aber. Das meiste ist weg. Okay. Geht's doch. Ja, habe ich das sehr gut gemacht, hä? Muss man ja auch mal. Ist auch ganz klein wenig, habe ich da die Breite verbreitet, die Arbeitsbreite. So, also, wir haben jetzt noch die eine Bahn und dann noch einmal in der Mitte, aber ihr seht schon, da liegt ja nicht mehr so viel. Spannendste wird vermutlich noch davon. Da die Schräge hoch. Ich
Mal kurz geschaut. Wie viel ist da? Der. Ich sehe es gerade nicht. Wer fährt da noch? Der Vario. War das der Vario? Ja. Und die da drüben kämpfen auch gut. Sehr schön. Und sie haben auch nicht mehr allzu viele Bahnen da, ha? So, also. Wir gucken ganz kurz rein, ha? Der ist leer, sehr schön. Und der hier ist ebenfalls leer, sehr schön. Nicht, dass die wieder voll mir entgegenkommen. Ach stimmt, ja, die Ballen, die noch irgendwo auf der Karte rumliegen, müssten wir auch noch sammeln. So. Dann die letzte Bahn. ...240, das stimmt jetzt wenigstens, ja. Ich befürchte halt, die Häufen hier vorn sind zu breit. Dam, da, dam, da, dam. Da bin ich wieder. Heute läuft's. Ich muss sagen, heute läuft's. Komplettes Chaos auf dem Feld. Dann Greenscreen. Und dann habe ich wieder mal keine. Das heißt, da wieder mal kein Platz auf der Festplatte für die Aufnahme. Sehr schön. Also, ich kann euch sagen, die Häufchen, die ich da vorne aufnehmen wollte mit der Presse, die wurden genau knapp gerade so mit reingeladen. Ne? Also es ging gerade so, aber ich kann kurz zeigen, was für Überreste da noch rumliegen. Ach ja. Heute läuft es wirklich. Was ich eben auch noch gesehen habe, das zeige ich euch auch noch ganz kurz. Nämlich auch noch absolutes Chaos. Also wie gesagt, wenn einmal Chaos, dann richtig. Und heute ist wieder mal so ein Tag, wo absolutes Chaos herrscht. So, da fahren wir ganz nach vorne. Dann sind wir hier nämlich mit der Presse komplett durch. Dann haben wir das nämlich geschafft. Ach ja, Musik habe ich jetzt auch noch ausgemacht. Ja. Sehr schön. Weil ich inzwischen so kurz gucken musste, was das Video macht. Also, dann wäre das jetzt der restliche Rest. Hä? Ach, sind das auch noch die Kleinen? Ach nee, Moment, ich habe den ja eingestellt, ich soll die Kleinen aufladen, nicht die Großen, ne? Naja, dann müssen wir jetzt in dem Fall noch kurz helfen hier. Weil der wird jetzt die ganze Zeit um den Ballen rumtanzen. Weil Kleine haben wir da hinten noch 4 Stück. So, gepresst. Das letzte Stück. ...240. Sollte jetzt theoretisch gehen. Theoretisch.
Ja, sehr schön. So. Ja, ich habe, wie gesagt, vor kurzem Video geguckt, wie weit ich denn war, wo es abgebrochen wurde. Und es ist wirklich genau direkt vor der Auflösung. Aber ihr seht hier, ich bin wirklich komplett einfach einmal so, das Rad schubse ich jetzt raus. Ihr seht es vielleicht so. Es hat gerade so gereicht. Manchmal hier klein bisschen noch was liegen gelassen, aber hey, das schenke ich den Vögeln oder wem auch immer, dem Wildschwein. So, das würde ich sagen, dann würde ich das Gerät hier nämlich abhängen. Und dann darf hier unser anderer Abfahrer das nach Hause bringen. So. Mit dem holen wir die nächsten Ballen hier vom Feld. Also, was habe ich noch gesehen? Was war noch spannend? Spannend war ganz bestimmt das hier. Absolutes Chaos schon wieder. Ich habe keine Ahnung, warum der die ganze Zeit hier rein möchte. Jetzt habe ich schon wieder Kuhstallmilch. Warum? Das habe ich ja nie im Leben angeklickt. Steine. Steine. Steine? So. Ich habe keine Ahnung, was der die ganze Zeit treibt. Weil Milch, da bin ich ja ganz weit weg von. So, tschüss, geh. Und durch dieses Chaos natürlich hat sich der auch noch schön verhangen. Ja, müssen wir mal gucken, testen, wie es aussieht, wenn der einfach richtig normal reinfährt. Zumindest hier sieht es top. Naja, so viel zu top. Hä? Kann es sein, dass der Anhänger nicht auf das Gerät passt? Ich habe keine Ahnung, wo denn der schon wieder klemmt hier. I don't know. Vielleicht muss ich auch mal die LKWs austauschen. Vielleicht sind die nicht kompatibel zu diesem Gerät. So. Gut, also, und wo wir noch reingucken wollen zum Schluss, ist nämlich hier. Da sind wir nämlich auch kurz vorm Abschluss. Wie sieht's aus in den Aufträgen? Ja, das ist richtig. Da dauert es auch noch eine Weile. Lieferung ist jetzt bald auch schon am Start. Aber da diese Geschichte hier wird nicht mehr ewig dauern. So, dann würde ich sagen, heute absolutes Chaos. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Na, es geht da unten. Es geht. Könnte besser gehen, aber er ist stehen geblieben. Also der, hallo? Der ist stehen geblieben, bis der abgefahren ist. Naja, egal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich ja die meiste Zeit auch, wenn es mal lief zwischendurch. Darum würde ich jetzt sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr da solche Tage erlebt, wenn alles mal schief läuft. Einfach mal PC ausstellen oder was auch immer. Darum würde ich sagen, in diesem Sinne, lasst mir ein Like und ein Däumchen da. Oder wie gesagt, einen Kommentar zu der Situation in diesem Sinne. Macht's gut und wir sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge. Tschüss, bye bye.